1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, da sind wir wieder. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Montagnacht, traditionell eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft ganz einfach an unter dieser hier bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Und ihr könnt uns auch mailen unter domian@wdr.de. Freie Themennacht heute. Und die erste Anruferin heißt Angelika. Und die Angelika ist 50 Jahre alt. Stimmt, ne? Ja, hallo Jürgen. Hallo Angelika. Ja, das stimmt. Um was geht's? Ja, Jürgen, wir haben vor circa 2,5 Jahren mal miteinander gesprochen. Aha. Und da habe ich dir erzählt von meiner Tochter Sabine, die damals leider schon mit schwerer chronischer Knochenentzündung sehr viele Operationen mitgemacht hat. Damals waren wir circa bei 50. Inzwischen hat sich's leider verschlimmert. Vor 2 Jahren, circa im Mai, ja, 2001, wurde dann der Unterschenkel amputiert aufgrund dieser Krankheit. Angelika, ich muss mal zwischendurch nochmal fragen, weil ich mich nur sehr vage darin erinnere. Es ist ja auch schon eine ganze Weile her. Du sagst eine chronische Knochenentzündung. Richtig. Was genau ist das für eine Krankheit? Weswegen muss man so oft operiert werden? Die Operationen müssen deswegen so oft vorgenommen werden, weil diese ganze Wunden werden immer lokal gereinigt. Ah, ja. Und wenn im Knochen ist, da kann man mit Antibiotika schlecht hinführen. Also muss das von außen gesäubert werden. Es muss aufgeschnitten werden und es muss dann vor Ort desinfiziert werden. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter war bei der Amputation 19. Das heißt also, darauf wolltest du gerade hinaus, es ist dann zu einer Amputation sogar gekommen? Richtig. Weil man es nicht mehr hinbekommen hat, weil die Antibiotika nicht mehr genutzt haben. Richtig. Es war dann so weit von den Ärzten festgestellt, dass eine Gefahr, Lebensgefahr bestanden hätte. Mhm. Und wir ließen uns dann auch überzeugen, dass es amputiert werden Das Bein. Sollte, ja. Das Bein. Wie weit ist es amputiert worden? Naja, knapp unterm Knie. Unterm Knie. Diese 50 oder womöglich noch mehr Operationen, wo überall wurden die durchgeführt am Körper? Das war immer wieder am Knie. Immer wieder am Knie. Das heißt, unten erst an der Ferse, dann wurde die Ferse amputiert und dann ging es rauf. Und dann immer wieder mal Versuche mit Fixateur und so weiter und so fort. Es bezog sich also immer auf ein Bein, es waren nicht beide Beine oder gar die Arme auch betroffen. Nein. Nein, Nein, es bezog sich Gott sei Dank nur auf das Bein. Und bei der 50. OP circa wurde eben der Unterschenkel abgenommen. Mein Gott, das arme Mädchen. 19 Jahre alt bei der Amputation. Es war vor 2 Jahren. Mhm. In der Zeit hatten wir zwar Hoffnung, dass es besser wird, doch dieser Stumpf war immer wieder offen, immer wieder Reizungen und es bildeten sich wieder Fisteln in der Knoche, im Stumpf. Und folgedessen musste wieder geöffnet werden. Also letzten Sommer lag sie wieder 3 Monate in der Klinik und wurde zum Beispiel alle 2 Tage in den OP geschoben. Wie schrecklich. So. Angelika, eine Bitte zwischendurch. Mach mal den Ton ganz leise, ganz runter vom Fernseher oder vom Radio. Ich will noch eine Frage stellen zu dem Verlauf oder zu dem Beginn der Krankheit. Durch was wurde diese chronische Knochenentzündung an den Beinen eigentlich ausgelöst? Naja, das ist eigentlich damals, wenn ich es ganz klar ausdrücken darf, es war schon ein Pflegefehler. Mhm. Es war ein Gips angelegt wegen einer Achillessehnenverlängerung. Also eine Kleinigkeit eigentlich? Eigentlich eine Kleinigkeit. Mhm. Und durch diesen Gips entstand dann eine Druckstelle an der Ferse. Ja. Und diese Druckstelle wurde ständig gekratzt, ausgekratzt. Die hat's ausgelöst. Von Pflegern, von Schwestern. Mhm. Und die wurde dann so ausgekratzt, dass die Knochenhaut verletzt wurde. Mhm. Und diese Keime, dieser gefährliche Staphylo aureus, Coco aureus, der kam somit in den Knochen. Verstehe. Wenn der im Knochen ist, dann frisst er ohne Ende. Also wie alt war sie, als das angefangen hat? Da war sie
17. 17. Mhm. So, jetzt machen wir noch mal einen Schritt zurück, so weit, wie du gerade erzählt hast. Also sie ist dann wieder ins Krankenhaus gekommen nach der Amputation und der Stumpf hat sich auch immer wieder entzündet. Ja, also pass auf, Domian, es geht weiter. Die Sabine war von Januar, dieses Jahr Januar, bis März in einer Münchner Klinik. Mhm. Und man wollte diese handflächengroße, offene Stumpfwunde verschließen. Mhm. Ja? Man hat ja also einen Muskellappen entfernt aus der Schulter und wollte das transplantieren und da zumachen. Ja. Und es waren 3 Monate Experimente umsonst. Also dieser Lappen ist abgestorben. Es wurden dann noch versuchsweise Blutegel eingesetzt und alles Mögliche. Aber die schlimme Begleiterscheinung, muss ich ganz ehrlich sagen, war immer wieder die Seite der Psychologie. Das war ganz schrecklich erdrückend. Meine Tochter hat unheimlich... Also die seelische Belastung, die damit einhergeht. Ja. Diese Behauptung, wenn man so lange krank ist und so jung ist, das kann nicht sein. Da macht sie doch selber was dran, da ist sie doch artifiziell. Wie, so etwas sagen die Ärzte? Ja. Aber man konnte doch wirklich sehen, dass es so schlimm ist. Da kann doch jeder verantwortungsvolle Arzt nicht sagen, dass sie in irgendeiner Weise selbst schuld dran ist. Ja, aber deswegen wird vielleicht gerade sowas ausgedrückt. Wie geht es denn deiner Tochter heute, jetzt noch wieder ein paar Monate später? Ja, ich bin gleich soweit, ich erzähle das gerne. Ich habe dann, nachdem im März der Professor mich zu sich gerufen hat und mir erklärt hat, ich möchte meiner Tochter schonend beibringen, dass sie nun am Ende der Fahnenstange sind, dass sie jetzt das Knie amputieren möchten. Da bin ich wirklich ausgeflippt. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass es hier keine Hilfe mehr gibt. So viel wurde daran operiert und kaputt gemacht, so viele Hoffnungen zerstört. Also wie meine Tochter das immer wieder geschafft hat, von der eigenen Kraft her, von der eigenen Verfassung her. Na? Nun hat der Professor das gesagt, dass das getan werden soll. Habt ihr es machen lassen? Das sollte amputiert werden. Und unsere Frau Psychiaterin, die kam dann auf uns zu und meinte, ja, also wenn Sie sich jetzt nicht amputieren lassen, dann habe ich mit meiner Diagnose doch recht. Denn dann wollen Sie ja krank bleiben. Dann wollen Sie ja die offene Wunde haben, damit Sie Ihre Schmerzmittel bekommen. Zu was habt ihr euch entschieden? Ich habe gesagt, nein. Meine Tochter auch. Nein. Ich bin ins Internet gegangen, habe gesucht und zwar mit diesen Leuten gesprochen, die selbst diese Krankheit auch haben. Seitenlange Berichte gibt es da. Ja. Und von diesen Seiten, ich habe von jemandem vom Bodensee, der hat mir dann einen Link geschickt, schreib unbedingt diesen Herrn Dr. Winkler in Wien, der macht ein Forschungsprojekt und hat seit 97 sehr, sehr gute Erfolge. Das heißt, du bist da auf einen Menschen in Wien gestoßen, einen Wissenschaftler, einen Arzt? Einen Arzt. Und ihr wart da? Einen richtigen Arzt, Mensch mit Herz, mit allem drum und dran. Das heißt, ihr habt ihn dann aufgesucht? Ja, ich habe ihm angeschrieben, erst schon mal mit Zweifel, ob dieser Arzt mir antwortet. Nächsten Tag war schon die Antwort im Briefkasten. So, jetzt sind wir ganz gespannt. Was hat der Arzt denn gesagt? Na, dieser Arzt hat mir gebeten, ich möchte ihm die Unterlagen von München schicken, die ganzen Röntgenaufnahmen. Und ja gut, aber irgendwann wart ihr ja da. Was hat er dann gesagt nach der Untersuchung? Ja, wir haben ihm das hingeschickt. Wir haben praktisch die Unterlagen vorab hingeschickt. Er hat es angeschaut, sagte, okay, es sieht zwar schlimm aus, sehr schlimm, aber ich mache den Versuch. Und zwar war das am 15. April, habe ich sie mit dem Flugzeug nach Wien geschickt, damit diese OP geschehen konnte. Hatten zwar noch Probleme. Was für eine OP hat er denn gemacht? Er hatte diesen verkeimten, schwerst entzündeten Knochen saniert. Ah, also es musste nicht, nach seiner Auffassung, nicht amputiert werden. Er hat ihn saniert. Mit welchem Erfolg? Wie geht er? Diesen Knochen retten. Ja. Ist er gerettet worden? Ja. Das heißt, die Tochter hat jetzt ihr Knie. Ja. Und wenn du das nicht gemacht hättest, wenn du nicht recherchiert hättest und diesen Mann in Wien ausfindig gemacht hättest. Wären wir heute einen Kniekürzer. Und wer weiß, ob es dann besser gewesen wäre. Ja. Also dann wäre dieses Knie mit Sicherheit, die Sabine wäre bis Ostern mit Sicherheit mit den Fieberschüben, die sie nach der Entlassung aus der Klinik, sie wurde ja mit einer riesengroßen
Wunde entlassen. Die Sabine ist jetzt wieder zu Hause. Sie ist jetzt bei mir. Und es ist richtig verheilt. Es ist wunderschön verheilt. Das heißt, es musste nochmals dieselbe Prozedere wie in München gemacht werden. Mhm. Das heißt, der zweite Lappen aus dem Schulterbereich musste genommen werden, wurde eingeflickt. Also da sieht man mal wieder, wie wichtig auch so eine Eigeninitiative ist, dass man eben nicht auf den Herrn Professor unbedingt immer hört, sondern auch mal noch einen anderen Herrn Professor oder einen anderen Arzt zu Rate zieht. Ja, wenn man so viele Jahre Erfahrung hat und immer wieder enttäuscht wird, immer wieder läuft so viel schief. Also jetzt ist und zum die ersten innere Stimme, die Stimme einer Mutter, ja. die dann einfach laut wird und kämpft. Mhm. Also jetzt ist zum ersten Mal nach so vielen Jahren seid ihr optimistisch und habt das Gefühl, sie kann sich wieder erholen. Es ist auf dem Wege der Besserung alles. Also im Moment sind wir sehr glücklich. Mhm. Das Bein wurde verschlossen. Diese Muskellappen ist dieses Mal angegangen. Mhm. Er lebt. Die Blutung stimmt. Also man kann es deiner verheilt. Ja, man kann es deiner Tochter wirklich von Herzen wünschen. Nach so einer Tortur, nach 50, 55 Operationen und nach so einer Bitte, langen Zeit. 100 waren das. Insgesamt dann? Das war damals bei der Amputation. Ach, damals waren es 50 schon. Vor zwei Jahren waren es 50. So, Angelika, jetzt hast du uns so eine tolle Geschichte erzählt, die ja nun wirklich ein gutes Ende. Wir wollen hoffen, dass es sich auch so weiterentwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer, der in ähnlicher Weise eine Krankheit hat, jetzt die Ohren gespitzt hat. Ihr könnt euch gerne per Post, per Mail bei uns melden und wir stellen den Kontakt zu Angelika her und ihr könnt die Informationen von ihr dann bekommen. Machen wir das so? Das wäre wunderbar. Ja. Mein Bericht sollte an und für sich für die Leute, die selbst in dieser fürchterlichen Situation sind und verzweifelt nach einer Hilfe. Und dennoch kannst du den Namen des Arztes in Wien ruhig auch jetzt nochmal nennen. Ja, das ist Dr. Heinz Winkler. Dr. Heinz Winkler, ja. In Wien, Krems. Mhm. Er hat auch eine E-Mail-Adresse. Ja gut, das können wir dann machen. Kann ich euch gerne durchgeben. Das kannst du uns hinterlassen und wenn sich jemand meldet, geben wir das weiter. Du bestellst ganz herzliche und ganz liebe Grüße an deine Tochter von mir. Und weiter gute Genesungswünsche. Ja. Und ich gratuliere zu dem schönen Erfolg und hoffe, dass es weiter bergauf geht. Domian, kann die Sabine noch mit der Psychologin heute sprechen? Gerne, ja, absolut, ja. Ja, dann legst sie du hat auf sehr und viel zum Aufarbeiten und wir suchen doch irgendwie jemanden, der dafür geeignet ist. Gut, dann legst du auf und wir, das heißt mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an, ruft euch an und dann könnt ihr reden. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050, wir haben heute ein freies Thema, eine freie Themennacht und morgen haben wir ein Thema und das Thema heißt große Lügen. Ich möchte gerne mit euch reden über eure größten Lügen, die ihr fabriziert habt bisher, vielleicht über eure Lebenslüge schlechthin oder wart ihr schon mal Opfer, mit Sicherheit, Opfer von großen Lügen. Ihr seid in eine Lügenfalle getappt. Was ist da genau passiert? Das ist unser Thema morgen. Große Lügen. Naja, und Donnerstag sind wir wieder früher im Fernsehen um 11:45. Jetzt geht's weiter mit Jenny. Jenny ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jenny. Hallo Domian. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich damals sexuell missbraucht worden bin. Damals? Was heißt damals? Ja, da war ich 4, 5. Mhm. Erzähl mal, von wem bist du sexuell missbraucht worden? Von meinem Stiefvater. Ja. Wie lange hat das gedauert? In ein Jahr so ungefähr? Nee, das ging über mehrere Jahre. Also wie alt warst du, als es aufhörte? 7, 8, also so in dem Zeitpunkt. Ja, mit 8 bin ich dann zu Pflegeeltern gekommen und übermittelt worden. Und also das ist so eine Zeit, wo man gute Erinnerungen noch hat, ne? Wo man sich gut erinnern kann. Ja. Mhm. Also, du hast also in der Familie gelebt, wo deine Mutter hat einen neuen Mann gehabt? Ja, die hat ihn kennengelernt und durch halt eine Freundin von ihr, das weiß ich noch ganz genau, wie die den kennengelernt hat. Warst du das einzige Kind in der Familie? Ja, ich war die erste Tochter, kann man so sagen, mein leiblicher Vater. Die haben sich die haben sich getrennt, als ich 2 war. Mhm. Und die sind zusammengekommen, die anderen, als du, wie alt warst du da? 3, 4, ich weiß es nicht genau. Also ich frage jetzt deshalb, um zu erfahren, ob das dann ziemlich am Anfang direkt schon passiert ist. Also die waren, glaube ich, ein Jahr zusammen, dann haben die geheiratet. Es müsste so gewesen sein, als ich 3 war. Da haben die sich kennengelernt und dann
haben die geheiratet und dann ging es dann noch von heute auf morgen, du musst mich ab heute Papa nennen. Und dann hat das alles so nach und nach angefangen. An was kannst du dich erinnern? Was ist da passiert? Was musstest du machen? Was hat er mit dir gemacht? Du, mir, das ist schwer. Also ich kann mich an so gut wie jede Einzelheit erinnern. Und das ist ziemlich heftig, weil wenn ich jetzt oder im Nachhinein darüber nachdenke, was so alles passiert ist und wie ich mich im Nachhinein darüber fühle und wie ich denke, dann... Ja. Hat er dich zum Geschlechtsverkehr auch gezwungen? Ja. Das kleine Mädchen? Ja. Gab es da keine Verletzungen? Ich stelle mir das insofern so grauenhaft vor, dass ich denke, dass man ein Kind verletzt, wenn man als erwachsener Mann mit einem 4-, 5-, 6-jährigen Mädchen schläft. Hast du große Schmerzen gehabt damals? Ja, ich habe schon große Schmerzen gehabt, aber über die Jahre mittlerweile ist es auch gut verheilt, würde ich sagen, alles. Und meine erste Untersuchung beim Frauenarzt, die war eigentlich positiv gewesen, sehr positiv. Und wie oft hat er das denn mit dir gemacht? Weißt du oft, das kann ich gar nicht sagen. Also ein paar Mal, du hast es in einer ganz großen Erinnerung, ständig. Ja. Es passierte immer zu. Und deine Mama hat da gar nichts so mitbekommen? Doch, das ist das Problem. Sie war sogar mit dran beteiligt. Sie war mit dran beteiligt? Deine eigene Mutter? Inwiefern? Ja, sie hat mich dementsprechend angezogen und es wurde auch ein Video davon gedreht. Ich weiß bis heute nicht, was mit dem Video passiert ist. Die Polizei hat auch nichts und die Kripo hat nichts Besonderes da drin. Woher weißt du von dem Video? Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Deswegen das kam das auch zum Vorschein und das wurde habe ich dann auch bei der Polizei ausgesagt. 1998, 1999. Waren da noch andere Leute dabei oder ausschließlich deine Mutter und der Stiefvater? Nur meine Mutter und mein Stiefvater. Also und hat deine Mutter, ist der sexuelle Missbrauch auch von deiner Mutter ausgegangen oder war sie nur dabei anwesend? Sie war nicht nur anwesend, sie hat auch teils mit daran ausgeübt. Darf ich fragen, was sie gemacht hat, wenn du das beantworten möchtest, dass deine eigene Mutter sexuell an dir getan hat? Streicheleinheiten waren sehr oft da, das weiß ich auf jeden Fall. An den entsprechenden Stellen? An entsprechenden Stellen, ja. Ich wurde auch, teilweise musste ich auch sie berühren, halt ganz intensiv auch mein Stiefvater und... Das heißt, du musstest die Mutter an ihrem Geschlechtsteil berühren, oder? Ja, genau. An ihren Brüsten. Zu der Zeit war halt meine Mutter schwanger, mein kleiner Stiefbruder. Und mit denen ich eigentlich heute ganz gut klarkomme. Ich habe halt nur ab und zu irgendwie gegen meine eigene Stiefschwester, die von ihm auskommen. Also war echt einen brutalen Hass gegen die, aber andererseits, ich liebe die ohne Ende. War die Mutter, ich muss das jetzt nochmal so fragen, weil es wirklich so erschütternd ist, die Mutter war dann auch anwesend, wenn der Stiefvater dich vergewaltigt hat, dich, das Kind? Sie war des Öfteren anwesend gewesen, aber sie war auch öfters nicht da gewesen. Aber im Prinzip heißt es, sie wusste Bescheid und sie hat es gebilligt und sogar, sie hat in gewisser Weise auch mitgemacht. Im Prinzip schon, ja. Ich weiß auch, dass sie damals Drogen genommen haben und sie meinte jetzt mittlerweile, es käme alles von Drogen aus, dass er sie unter Drogen gesetzt hatte. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nur von Drogen herkommt. Du bist dann, ja, das ist immer so eine billige Ausrede mit den Drogen. Ja. Du bist dann in eine Pflegefamilie gekommen, im Alter von 9 Jahren ungefähr? Acht Jahre. Wie kam das? Wer hat die Initiative dazu gestartet, dass du in eine Pflegefamilie kommst? Ich. Aber da muss man doch einen Hilferuf loslassen. Hast du dich an irgendjemanden gewandt? Oder? Also der erste Hilferuf kam so, dass wir in Religionsunterricht, das war in der ersten Klasse, sollten wir Bilder malen von was uns nicht gefällt und was uns gefällt. Und da habe ich dann ein Bild gemalt, wo halt ein Strichmännchen vor dem Tisch steht und ein Strichmännchen auf dem Tisch liegt. Nur vom Strichmännchen habe ich das Geschlecht hingemalt. Verstehe. Und da kamen dann lauter Herzchen raus und halt auch Stühle und Lampen, aber das ganze Bild halt mit Wellen fixiert und so. Und das habe ich dann meiner Lehrerin abgegeben als mein Bild. Und da wurde die hellhörig? Sie wurde hellhörig, ist dann zum Direktor gegangen und haben Kinderschutzbund eingeschaltet und auch sogar das Jugendamt. Zu dem Zeitpunkt sind wir dann aber auch wieder in einen ganz anderen Ort gezogen. Ja.
damit hat sich die ganze Sache verlaufen. Mhm. So, und dann später musste ich dann eine Aussage machen beim Jugendamt, nachdem ich dann kurzfristig, bevor ich zu meinen Pflegeeltern gezogen bin, zu meiner Oma gezogen bin. Beim Jugendamt, der hat das alles protokolliert, aber irgendwie hat er es verschlammt. Naja, aber um es jetzt zusammenzufassen, dieses Bild im Religionsunterricht, das war der Auslöser für deine Rettung, kann man so sagen. Ja. Ne? Daraufhin, wenn es auch dann Komplikationen gab, kamst du weg von der Familie und in eine Pflegefamilie. Ja. Mhm. Und bist dann, lebst du heute immer noch in der Pflegefamilie? Nein. Wie lange warst du in der Pflegefamilie? Gute 6 Jahre. Ja. Die kam dann irgendwann, dadurch, dass ich auch in die Pubertät gekommen bin und jeder irgendwie seinen eigenen Kopf hat. Ja. Und die kam halt auch mit meiner Gesamtsituation nicht klar. Und dann haben wir uns so gezofft gehabt, dass ich dann in eine Einrichtung für Jugendliche gezogen bin. So, aber du hast deine Eltern, das läuft ein Strafverfahren, oder lief ein Strafverfahren es gegen... Es läuft. Es läuft immer noch. Mhm. Ich war da schon seit gute 5 Jahren drauf, kann man sagen. Ist dir das damals schwer gefallen, Ja zu sagen, ich möchte, dass meine Eltern angezeigt werden? Nein, das ist mir irgendwie gar nicht schwer gefallen. Ist auch nicht schwer gefallen, die erste Zeit so darüber zu reden. Das hat erst angefangen, als mir bewusst geworden ist, was ist da damals passiert. Mhm. Als ich mit Freundinnen gespielt habe, mit Puppen, und da wurde mir auf einmal alles bewusst, so, oh Gott, mir ist das passiert. Und jetzt musst du doch eigentlich, wenn du jetzt so an dein Leben zurückdenkst, an deine Kindheit, auch einen abgrundtiefen Hass auch auf deine Mutter haben. Deine eigene leibliche Mutter, dass sie es zugelassen hat und sogar mitgemacht hat. Ja, ich denke heutzutage schon ein bisschen anders darüber. Ich habe nicht mittlerweile wieder Kontakt mit meiner Mutter, um meine Fragen beantwortet zu kriegen. Warum, wieso, weshalb, warum hat sie nichts dagegen gemacht? Ja, aber was antwortet sie? Sie antwortet irgendwas von Drogen. Ja. Gibt es da überhaupt eine Antwort drauf, außer dass sie wirklich schwerst kriminell ist und bescheuert ist? Nein. Nein? Nein, gibt keine andere Antwort. Ich habe momentan Kontakt mit ihr und ich bin mir halt immer noch nicht ganz sicher, ob ich sie wirklich gern habe, weil es einfach meine Mutter ist, oder ob ich einfach nur möchte, dass sie die Aussage macht bei Gericht, weil sie verweigert die Aussage. Ach, sie verweigert die Aussage. Ja, mein Stiefvater auch. Das ist das. Und der Stiefvater auch. Ja. Das heißt, du stehst jetzt da mit... Ganz alleine. Mhm. Ich stehe ganz alleine da. Es kommt jetzt halt genau auf mein Gutachten drauf an, was ich, das vierte mittlerweile, was ich mache, was vom... der Staatsanwaltschaft ausgeht, ja. Was ich machen muss. Ja. Wann kommt es denn frühestens oder bestenfalls zu einem Prozess? Mir wurde gesagt, dass es zu einem Prozess kommen sollte nach dem Fall Julia aus Biebertal, was da damals geschehen ist. Sollte ich danach drankommen, und das ist bis heute immer noch nicht passiert. Ja. Sie sagten frühestens im August und spätestens, Gott weiß wann. Bist du denn, wenn man solche schlimmen Dinge erlebt hat über so einen langen Zeitraum als Kind, ist man ja psychisch, seelisch verletzt, schwerst verletzt. Mhm. Bist du in einer Therapie gewesen oder im Moment? Ich bin immer noch in Therapie. Mhm. Ich habe lange Zeit eine oder zwei Psychologin gehabt. Mhm. Die ist jetzt leider in Mutterschaftsurlaub gegangen. Mhm. Und ich sag, ab nächsten Monat fange ich halt mit einer anderen Kollegin von ihr an. Neue Therapie. Mhm. Was wünschst du dir für eine Strafe für deine Eltern? Was wünscht mir so jemand für eine Strafe? Das ist eigentlich unbeschreiblich, was man denen wünscht, weil einerseits denke ich, ich kann sie nicht hassen, weil jemanden, den ich hasse, muss ich ja geliebt haben. Mhm. Und ob ich die geliebt habe, das weiß ich ja nicht. Mhm. Aber ich wünsche mir einfach, dass sie niemals jemanden wieder was antun können. Mhm. Das wünsche ich mir einfach. Insofern, ich wünsche mir auch einfach, dass ich wieder ein ganz normales Leben führen kann. Ja. Insofern finde ich es sehr gut und sehr tapfer, dass du das so durchstehst, und ich möchte dich sehr ermutigen und dir alle Kraft wünschen, dass du es auch weiter schaffst. Die habe ich meinem Freund zu verdanken, der gerade neben mir sitzt. Ja, weil das ist natürlich ein sehr, sehr ehrenwertes Anliegen, wenn du sagst, ich möchte auf keinen Fall, dass die nochmal so etwas anderes mit anderen Kindern machen. Und den anderen Wunsch, dass du wieder ein normales Leben führen kannst oder ein relativ normales Leben, das kann man natürlich auch verstehen. Das wünsche ich dir auch von ganzem tiefem Herzen, Jenny. Dankeschön. Möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht noch ein paar Worte reden? Ja, das wäre nett. Das machen wir so, du legst auf, der Psychologe ruft dich gleich an. Und ich möchte noch sagen, dass ich wünsche, dass das beiden, dass die Mutter und der Vater die höchste Strafe kriegt, die man überhaupt in Deutschland verhängen kann für das, was sie dir angetan haben.
Ich finde, dass das mindestens das Mindeste ist. Danke. Alles Gute. Ja, alles Gute. Tschüss, Jenny. Tschüss. 0800 220 5050. Diese Nummer hat auch Christina gewählt und die ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Christina. Christina, dein Thema. Ja, mein Thema bezieht sich auf Lügen. Auf Lügen? Ja. Das ist ja unser Thema morgen. Ja. Große Lügen heißt unser Thema morgen. Mhm. Und aber du hast gedacht, rufst du mal heute schon an, erzählst ein bisschen was über Lügen. Finde ich gut. Erzähl mal. Ja. Ich habe jetzt keine großen Lügen oder so, aber ich erzähle meinen Freunden immer so kleine Geschichten, irgendwie, dass ich in der Bahn angemacht werde oder dass ich eine Ahnung von Computern habe und mache mich in dem Punkt dann wichtig. Das sind dann so kleine Geschichten. Dass du keine Ahnung oder dass du Ahnung von Computern hast? Ja, dass ich Ahnung. Computern habe. Das habe ich verstanden. Und dass ich auch mir was aufregend auf der Arbeit passiert ist oder solche Sachen halt. Ja. Die dann zu dem Zeitpunkt Gesprächsthema sind und immer um sich ein bisschen wichtig zu machen, um sich vielleicht auch etwas in den Vordergrund zu stellen? Ja. Mhm. So, dass ich mein Leben gerne hätte, wie ich es dann erzähle, was aber dann nun wirklich nicht so ist. Mhm. Wie hättest du denn dein Leben gerne? Kann man das so allgemein sagen? Ja, aufregender. Also, aufregender. Was machst du vom Beruf? Ich eine Ausbildung als Arzthelferin. Ja, ja nun, das ist auch kein langweiliger Beruf. Es geht. Naja. Was ist das für ein Arzt? Was für eine Fachrichtung? Neurologe. Neurologe. Mhm. Mhm. Und wie lebst du privat? Du bist 23 Jahre, habe ich gesagt. Hast du einen Freund? Hast du? Ja, ich habe einen Freund. Und belügst du den auch so ein bisschen? Ja. Aber es sind immer so diese kleinen Schweinereilügen. Also so nicht so richtig schlimm, aber irgendwie auch schon ein bisschen doof, ne, das zu machen. Ja. Was war denn die letzte? Erzähl mal, die letzte Lüge, die du deinem Freund oder deinen Freunden aufgetischt hast. Die letzte Lüge, die ich meinem Freund aufgetischt habe, die ein bisschen größer war jetzt, war, habe ich erzählt, dass ich mich mal beim Bund beworben hätte und dann bei dem Einstellungstest dann rausgeflogen wäre, also freiwillig gegangen wäre, ja. Weil ich dann gekniffen hätte. Und das ist darauf zurückzuführen, ich würde gerne zur Bundeswehr gehen, bin aber zu feige dafür. Ja. Ich würde mich da niemals bewerben. Achso, also die Geschichte, die Lüge war, dass du dich dort beworben hast, aber im Prinzip würdest du dich da nie bewerben, weil du, wie du sagst, zu feige bist. Ja. Mhm. Das war jetzt so die größere letzte Lüge, die ich so meinem Freund aufgetischt habe. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Anderthalb Jahre. Dann muss ja in der Zeit schon eine ganze Menge zusammengekommen sein an Lügen, an diesen kleinen, mittelgroßen Lügen. Ja. Ja. Kommst du dir da nicht ein bisschen schlecht vor oder hast ein schlechtes Gewissen? Wenn man gerade den Freund. Doch, habe ich auch. Also wenn das dann solche Sachen sind, wie dass mich irgendwie andere Jungs angequetscht hätten oder ich eine Telefonnummer zugesteckt gekriegt habe und so, weil ihm geht's dabei ja dann nicht so gut, wenn er weiß, dass ich eventuell mit jemand anderen so Kontakt aufnehmen würde, den ich nicht kenne. Und das tut mir dann auch schon leid, weil ich merke, dass ihm das auch ein bisschen... Habe ich jetzt nicht verstanden. Du nimmst mit jemand anderem Kontakt auf? Nein, das mache ich ja nicht. Aber also ich erzähle ihm dann, dass ich in der Stadt von einem Kerl angesprochen wurde. Ach so. Der mir dann seine Telefonnummer gegeben hätte. Ach so, so auch. Und dann hat er natürlich Angst, mich in dem Sinne zu verlieren, dass ein besserer kommen könnte. Obwohl das auch alles gar nicht stimmt. Genau. Ist das denn schon mal rausgekommen bei den näheren Leuten, dass du sie so belügst? Mich hat noch keiner darauf angesprochen. Meinst du nicht, die wittern das? So, der Freund, der ist ja nur ganz nah an dir dran, wenn der dich sehr wachsam beobachtet und genau, meinst du nicht, dass der das schon mal so ein bisschen, so ein bisschen rausgekriegt hat? Ich denke schon, dass er mal was gemerkt hat. Aber er hat es noch nie so klar gesagt, hier. Mhm. Christina, was ist denn das? Was soll das? Nein, ich wurde noch nicht gegen den Kopf gestoßen. Mhm. Aber ich höre schon, es sind immer so Sachen, wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, um dich wichtiger zu machen. Mhm. Ne? Um dich in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, hast du sehr große Minderwertigkeitskomplexe? Ganz ehrlich gesagt, mein Selbstbewusstsein ist ganz unten. Mhm. Wie kommt das? Durch eine Beziehung
wo ich nicht mit gerechnet hätte, dass sie kaputt geht, dann doch aber kaputt gegangen ist und ich mir die Schuld dafür gegeben habe und die Fehler nur bei mir gesucht habe und da heute noch ein bisschen dran zu knacken habe. Ich denke, dass das daher kommt. Hat denn nachdem diese Beziehung kaputt gegangen ist, auch die Lügerei angefangen? Die Lügerei, das fing eigentlich früher schon an. Also ich habe viel meine Mutter auch belogen und dann halt auch mein Vater, meiner Schwester habe ich viel erzählt und auch in der Schule habe ich immer so viel erzählt, dass meine Schwester Pornos im Schrank hätte und solche Sachen. Oh Gott, das hast du erzählt und das stimmt ja gar nicht. Nee. Die arme Schwester, jetzt ist die im Verdacht, dass sie da eine große Pornosammlung im Kleiderschrank hat, nur weil du das rumerzählst. Ja, lustig ist das nicht, ne? Ja, nein, eigentlich nicht. Aber dann hat es seine Ursachen ja schon doch ein bisschen früher, ne? Vielleicht ist das durch diese missglückte Beziehung dann nochmal forciert worden, das Ganze. Aber es fing ja schon viel früher an. Aber gut ist ja, ich finde es schlimm, dass du es machst, aber ich finde schon mal gut, dass du so eine selbstkritische Einschätzung hast und dich sogar bei mir meldest und das auch so offen erzählst. Das ist ja eigentlich der erste Schritt, um es ein bisschen zu verändern. Ja. Ne? Also es liegt ja jetzt an dir, dagegen zu gehen, einfach dagegen anzukämpfen. Und ich glaube, es sind zwei Wege, die du gehen musst. Der eine Weg ist einfach, dieses so gut es irgendwie geht zu unterdrücken, diese Lust zu lügen. Und auf der anderen Seite wiederum rauszukriegen, warum hast du so ein so geringes Selbstwertgefühl? Warum liegt das so brach? Das ist sicher eine komplizierte Aufgabe, die man so in so einem kleinen Gespräch hier nicht herauskriegen kann. Das hat seine Ursachen, warum du dich so klein fühlst. Und ich glaube, dass die Ursachen schon wirklich viele Jahre zurückliegen. Ja, wenn ich so früh angefangen habe mit den Kleinigkeiten genau, zu lügen. Genau, genau. Der Freund, mit dem du jetzt zusammen bist, liebst du den sehr? Ja. So sehr wie den, von dem du gerade gesprochen hast, wo die Beziehung kaputt gegangen ist? Nein. Das nicht? Aber ich liebe ihn auch, aber mir tut's noch weh, wenn ich meinen Ex-Freund sehe oder in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit ihm habe. Würdest du deinem Freund jetzt, den du jetzt hast, möchtest du dem wehtun? Nein, ganz und gar nicht. Aber dir ist klar, dass du es letztendlich immer tust bei jeder Lüge? Ja. In dem Moment, wo er es irgendwann rausbekommt und die Gefahr ist einfach da, riskierst du die Beziehung, dass er sagt, nee, mit der will ich nicht zusammen sein. Ich weiß gar nicht mehr, was ist denn wahr? Und das ist so ein Vertrauensmissbrauch, finde ich. Ne? Wenn man dann zurückdenkt, was gab es für Situationen, da hat die mir das und das und das erzählt und das stimmte vielleicht alles gar nicht. Und das hatte ja auch eine Wirkung wieder auf seine Gefühle. Also du tust ihm sehr weh mit jeder Lüge. Ja, bei mir ist ja immer so die Sache dann, ich denke mir, dass das einfach nicht rauskommt, weil ich noch nie darauf angesprochen wurde. Das ist ein falsches Denken von mir. Das finde ich auch, ja. Sehe ich auch ein, weil mit Sicherheit kommt irgendwann mal raus und dann wird sich das häufen. Weißt du, Christina, selbst wenn es nicht rauskäme, aber die Gefahr ist immer da, dass es rauskommt, ist es ein falsches Verhalten von dir, weil du dir selbst auch so schadest damit. Denn eigentlich kommt man sich ja ziemlich blöd vor, ne? So unter uns, so ganz ehrlich gesagt, wenn man sowas macht. Eigentlich macht es dich noch kleiner, als du das Gefühl hast, klein zu sein. Ja, nur, wie gesagt, so mein Leben ist in dem Sinne langweilig, so halt arbeiten, dann zu Hause und ich habe nicht so Geschichten zu erzählen, zum Beispiel so meine beste Freundin, die erlebt immer viel, die unternimmt viel und die erzählt mir immer so viel und... Ich glaube, Christina, dass das sehr oft an einem selbst liegt, wie aufregend das Leben ist. Dann unternimm doch auch viel. Oder dann such dir einen anderen Job oder mach diese Ausbildung erst fertig und dann machst du irgendwas ganz anderes, was vielleicht aufregend ist. Du machst die Ausbildung fertig und gehst dann als gelernte Arzthelferin vielleicht mit dem Deutschen Roten Kreuz für ein Jahr nach Afrika und hilfst da bei Hilfsprojekten. Was meinst du, wie aufregend das ist? Oh, das glaube ich auch. Nur bei mir ist wiederum das Problem, da ich so kein Selbstgefühl habe oder beziehungsweise kein Selbstbewusstsein habe, traue ich mich nicht in Diskotheken so offensichtlich. Da muss ich immer einen gewissen Pegel von Alkohol haben, damit ich dann wirklich feiern kann in dem Sinne. Und dann weiß ich da eigentlich auch. Ich würde dir raten, da das ja doch ein eher tieferes psychologisches Problem ist, dass du
vielleicht erstmal in eine Beratungsstelle gehst, eine psychologische Beratungsstelle. Mhm. Und vielleicht sogar darauf aufbauend in eine Psychotherapie irgendwann gehst. Aber das sollte man abhängig machen von der Beratung. Wenn du noch eine fachkundige Einschätzung haben möchtest, hier von meinen Fachleuten, dann könnten wir dich gleich nochmal anrufen. Möchtest du das? Ich kümmere mich dann lieber selbst darum. Dann kümmere dich selbst darum, okay. Also ich fände das schon wichtig, wenn du das alleine nicht so schaffst, dass dir da jemand so ein bisschen fachmännische Hilfe leistet. Dann kann ich mich ja nochmal an euer Team wenden. Genau, so können wir es machen. Mhm. Dann wünsche ich alles Gute, Christina. Ja, danke schön. Und nicht mehr so viel lügen. Ich werde versuchen. Tschüss. Tschüss. Also, Lügen. Unser Thema morgen heißt große Lügen. Ich möchte gerne mit euch über wirklich ganz große Lügen reden, die ihr zu verantworten habt. Lebenslügen, mit denen ihr leben müsst, in die ihr euch vielleicht so hineinmanövriert habt. Lebenslügen, mit denen ihr vielleicht Jahre oder Jahrzehnte schon lebt und gar nicht mehr wisst, wie komme ich da raus. Und ich möchte gerne auch mit Leuten reden, die Opfer von großen Lügen, von den großen Lügen anderer Leute sind oder waren. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und wenn ihr mehr zu unseren Themen lesen wollt, erfahren wollt, dann könnt ihr unter domian.de mal ein bisschen gucken. Aber ihr könnt auch gucken und sehr zu empfehlen, unsere Fanseite, nämlich nachtlager.de. Das ist eine Domian-Fanseite im Internet. Toll gemacht. Nachtlager.de. Thomas, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ich grüße dich. Hallo. Ja, ich habe ein Problem und zwar habe ich Auszubildner und habe schon jetzt eine Menge Schulden. Du bist Auszubildner? Ja. Hm. Was lernst du? Ich bin Krankenpflegeschüler. Ja. Und habe halt mit 18 Jahren habe ich die Ausbildung begonnen. Mhm. Bin jetzt in einem halben Jahr fangen die ersten Prüfungen an. Mhm. Und hatte halt mit 18, durfte ich halt alles unterschreiben. Und so fing das eigentlich an, dass ich halt auch Kreditkarten bekommen habe. Ja. Und bin dann losgegangen, hatte dann meine erste Kreditkarte, dann eine zweite, dann eine dritte. Mhm. Bin dann losgegangen und habe halt auch wahllos eingekauft, in Hotels Urlaub gemacht und gar nicht mehr auf die Preise geguckt. Und irgendwann... Was hast du eingekauft? Eine Stereoanlage, ja. Ein Computer. Also fette Sachen, die schon gut ins Geld gehen. Ja, wobei, das waren jetzt die größten Dinge eigentlich und die teuersten. Das andere hat sich eigentlich so gestaffelt in kleinen Beträgen. Ja. Also eigentlich Shopping. Ja. Also hier in die Geschäfte, da in die Geschäfte. Schickes Hemd, schöne Schuhe. Ja, genau. Tolle Hose und so weiter. Ja, genau. Mhm. Und du sagst gerade von Hotels. Du hast einen Urlaub gemacht in teuren Hotels und das mit deiner Kreditkarte bezahlt. Ja, genau. Also ich war... Wie teuer? Letztes Jahr war ich halt einmal in einem... Ich fahre gerne an die Nordsee und... Ja. Da ist direkt am Strand ein sehr schönes Hotel, also ein Luxushotel. Und da habe ich halt ein Wochenende in der größten Suite, die es gab, Urlaub gemacht. Mann, wie teuer war das? Das war jetzt mit 4 Leuten. Mhm. Aber die hatte halt einen Preis, das war fürs Wochenende 120 Euro die Nacht pro Person. Pro Person? Ja. Naja, gut, dann summiert sich das schon. Ja. Und die anderen hatten sich halt angespart, ich hatte meine Kreditkarte. Aber du hast für die anderen mitbezahlt, oder wie? Nein, das nicht. Nur für mich bezahlt. Ich habe das Geld wieder zurückbekommen, weil es leichter war, so zu bezahlen. Ja. Na gut, aber du hast immerhin 120 Euro ausgegeben. Ist auch schon eine ganze Menge Geld. So, ja. wie viel Schulden haben sich jetzt angesammelt? Also, heute sind es noch 3.500 Euro. Ja. Es waren mal 5.000. Jetzt bin ich beruhigt. Nein, weil ich hatte schon die Sorge, das ist jetzt viel mehr. 3.500 ist natürlich eine Stange Geld, vor allem wenn man in der Ausbildung ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht eine Summe, wenn du jetzt gesagt hättest, es sind 35.000 Euro. Dann hätte ich gesagt, oh lieber Himmel, wie sollen wir denn das wieder runterkriegen? Nee, das ist also mein Ziel. Ich hab aus dieser Sache gar nicht gelernt. Für mich ist, nie wieder eine Kreditkarte. Finde ich sehr schlau. Muss man auch gar nicht haben, erstmal. Ich würde sie nehmen für einen Urlaub, Entschuldigung, weil man gut im Ausland kann man einfach besser damit handhaben als jetzt mit dem Girokonto. Also, aber brauche ich so nicht. Du hast die Notbremse für dich gezogen, höre ich daraus, und du hast die Kreditkarten abgegeben. Ich habe sie jetzt erstmal abgegeben. Ja. Nur bleibt natürlich auch die Frage der Rückzahlung. Ja. Und das, ja gut, die haben es mir, das waren so Vertreter, die ich auch auf der Straße getroffen habe. Und
die haben das einem auch so sehr schön geredet, sag ich mal. Wie also, Vertreter? Bei denen du was gekauft hast, oder wie? Nee, von denen ich, von der Kreditkartengesellschaft. Ach so. Von einer. Die haben mich halt angesprochen und ja, hier... Okay, das Problem ist ja vom Tisch. Die hast ja, die hast jetzt abgegeben. Die habe ich jetzt abgegeben, ja. Aber das Geld ist ja noch da. Ja. Das eigentliche Problem, was ich jetzt seit 3 Monaten habe, ist, dass ich halt eine Kreditkarte habe von meiner Hausbank, die, das sind ungefähr 2000 Euro bei dieser Kreditkarte und ich muss monatlich 10% davon bezahlen. Mhm. Also ich hatte jetzt 2000, dann hatte ich 200 Euro bezahlt und jetzt habe ich 180 bezahlt. Und ich verstehe Das verstehe ich nicht. Du hast eine Kreditkarte ja. von 2000 Euro? Mhm. Das verstehe ich schon nicht. Also das ist ein, du kannst also für 2000 Euro einkaufen auf dieser Kreditkarte, oder was? Ja, ja. Aha. Und davon hatte ich 3 Stück. Und dafür musst du was bezahlen, dass du diese Kreditkarte hast? Nein, die Raten. Achso, von den Schulden jetzt, oder was? Ja, genau. Also, Das ist das eigentliche Problem, dass ich also monatlich halt diese Raten habe und meine festen Ausgaben. Und dann hatte ich natürlich auch einen Dispositionskredit bekommen von meiner Bank. Und dann habe ich halt, der ist halt auch ausgeschöpft. So, wie viel Rate musst du im Monat zahlen? Rückzahlungsrate. Insgesamt. Insgesamt sind das, Moment, so 250 Euro. Mhm. Wie viel verdienst du? Jetzt mittlerweile 650 Euro. Ja. Wohnst du noch zu Hause bei den Eltern? Nee, ich wohne in so einem Studentenwohnheim. Ah ja, gut, da bleibt nicht viel übrig dann. Kannst du das denn mit den 250 Euro? Ja, theoretisch, also bis zum März ging es. Mhm. Weil ich hatte ausgerechnet, ich habe mich vorhin gesetzt und gesagt, so, ich muss 250 Euro bezahlen. 200 Euro habe ich feste Ausgaben. Mhm. 450 bleiben also 200 Euro zum Leben. Mhm. Da bin ich immer mit ausgekommen, weil ich habe meine Ansprüche halt gesenkt, gesagt, ich habe gesagt, ich senke die so lange, bis ich alles bezahlt habe. Ja. Dann kann ich mir so mehr leisten. Ist jetzt ein Aber da? Bitte? Aber kommt jetzt ein Aber? Ja, jetzt kommt ein Aber. Und zwar ist weil der Dispositionskredit halt auch einmal überschritten war, hat die Bank angefangen, Rechnungen zurückzubuchen. Mhm. Und jetzt hänge ich halt mit immer im März musste ich was für Februar noch bezahlen. Thomas, das wird jetzt zu speziell. Du musst zu einer Schuldnerberatung gehen, Mensch. Du musst zu Leuten gehen, die sich genau mit solchen Sachen auskennen, die es genau einschätzen können und dir Rat geben können, machen so und so und so. Warum warst du? Im Augenblick teilweise muss ich halt 200 Euro aus dem Vormonat bezahlen, 200 Euro feste Kosten plus Rate sind zusammen 650 Euro und so viel verdiene ich ja gerade mal. Ja. Oder teilweise also, bleibt nur ein bisschen was übrig. Ja. Das ist das Problem. Ja, du warst noch bei keiner Schuldnerberatung. Nee, ich habe jetzt morgen einen Termin bei einer anderen Bank, der habe ich das Thema, ich wollte eine Umschuldung haben, ob das vielleicht anders machbar ist. Ich würde den Brüdern Schuldnerberatung getraut habe, weil ich dachte, dann kriegt man einen Schufa-Eintrag, dann kriege ich überhaupt nichts mehr und dann ist das alles vorbei. Ist das so, dass man einen Schufa-Eintrag bekommt, wenn man zur Schuldnerberatung geht? Ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Ich würde den Brüdern von der Bank da nicht so trauen. Ich glaube, dass die auch sehr viel mit verschulden, dass junge Leute wie du sich verschulden. Dass man eben so leichtfertig denen die Kreditkarten in die Hand gibt und so weiter. Ich würde erst zur Schuldnerberatung gehen, bevor ich zu der Bank wieder gehe. Nicht, dass du vom Regen in die Traufe kommst und dass du da irgendwie einen Umschuldungskredit und dann hängst du vielleicht mit noch mehr Schulden da. Ich würde erstmal einen Fachmann ranlassen, dem du vertrauen kannst, Schuldnerberatung. Und der soll dir sagen, hier, da so und so, so mach das. Das ist der richtige Weg. Ja. Unbedingt. Willst du noch eine Adresse haben von der nächsten Schuldnerberatung in deiner Umgebung? Ja, das wäre gut, weil ich kenne mich da nicht aus. Und dann sagst du den Termin mit der Bank erstmal ab? Ja. Und machst den ersten Termin mit der Beratung? Mhm. Schuldnerberatung? Ja. Und die Bank, die macht auch dann wieder einen neuen Termin mit dir, okay? Ja, das stimmt. Finde ich ganz wichtig. Du legst auf und wir rufen dich an wegen der Adresse und Telefonnummer. Ist okay. Aber so im Großen und Ganzen bist du ja schon mal auf einem guten Weg, höre ich daraus. Und das war dir eine Lehre, ne, was dir jetzt passiert ist. Ja, also ich würde nie wieder irgendwelche Kreditkarten nehmen und kann es auch keinem empfehlen, der sich in Ausführung findet. Ja. Das Problem ist auch, dass man, also ich war 18 und habe 3 Stück gehabt. Also Wahnsinn. Man kriegt auch immer wieder. Ja, das ist ja das Verrückte. Man kriegt. Und so locken die einen ja da rein und hinterher sahen die letztendlich ab, ne? Und ihr hängt dann da. Ja, ja. Also, gut, Thomas, ich wünsche dir, dass du es schaffst. Ich bin sicher, das wirst du schaffen. Die Summe, das muss irgendwie gehen. Muss ja beim Teufel zugehen, wenn das nicht klappt. Und wir versorgen dich gleich noch mit der entsprechenden Nummer. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0800 220 5050, Telefonnummer frei, Telefonnummer kostet euch nichts. Und auch eine freie E-Mail-Adresse haben wir, nämlich domian@wdr.de. Nicole, 23 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nicole, bitte ganz nah ans Telefon. Ja, bin ich. So, um was geht's denn? Es geht um mich und meinen Ex-Freund. Ja? Was ist denn genau da los? Ja, das ist... und der hat mich von Anfang an betrogen. Oh, ich glaube, das funktioniert nicht. Die Leitung ist super schlecht. Kannst du mal ein bisschen ans Fenster vielleicht gehen? Vielleicht schaffen wir es dann? Ja. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Es ging um deinen Ex-Freund und dich und dann sag den Satz nochmal. Und der hat mich von Anfang an betrogen. Ach so, von Anfang an. Wie lange wart ihr zusammen? Ungefähr ein Jahr. Und wie hast du das erfahren, dass er dich von Anfang an betrogen hat? Also, ich habe mit Freunden von ihm Freundschaft geschlossen. Du hast mit Freunden von ihm? Also Freunde von ihm. Ja. Das Mädel hat mir irgendwann letztes Jahr im Oktober gesagt, hör mal zu, André hat was mit seiner Ex. Mhm. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und er hat das auch sofort zugegeben und hat gesagt, er beendet das jetzt, weil er liebt mich. Mhm. Und deshalb habe ich ihm das geglaubt. Mhm. Und am 16. Dezember stand dann nachts um 10:30 seine Ex-Freundin bei uns vor der Tür. Seine Ex-Freundin? Ja. Ja. Und hat mir erzählt, dass sie immer noch was miteinander haben und dass sie ihn zurückhaben will und er zu ihr gesagt hat, er will nichts mehr von mir, er will eigentlich nur noch sie. Aha. Und da hat er das alles abgestritten. Mhm. Ja, und dann habe ich ihm wieder geglaubt und dann hatten wir dasselbe Thema im Februar nochmal, da bin ich dann ausgezogen. Ja. Hab mir meine eigene Wohnung genommen. Ja, sehr schlau. Hab ihm einen Monat lang hatte ich keinen Kontakt mit ihm. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Mhm. Und letzte Woche, ich hatte das so ein Gefühl, nicht da lang. Die Leitung war wieder schlecht. Du bist wieder zu ihm zurückgegangen? Ja. Ne? Da stellt sich natürlich gleich die Frage des aufmerksamen Zuhörers und des kritischen Zuhörers, warum, um Gottes Willen, bist du wieder zurückgegangen, nachdem... was da vorgefallen war. Weil er mir gefehlt hat. Mhm. Mhm. Also dir hat auch die Lügerei gefehlt. Wahrscheinlich. Mhm. So, und dann? Ja, und dann waren auf einmal komische Sachen bei ihm zu Hause, so was weiß ich, Oberteile von Darm und lange blonde Haare und ich habe nur mal kurze Haare. Mhm. Und dann hat letzte Woche Montag darauf angesprochen. Mhm. Und da hat er wieder zugegeben, dass er was mit ihr hat. Aber er will das jetzt endgültig beenden. Also es geht immer noch um seine Ex? Genau. Achso, du hast das wieder zugegeben und nun will das endgültig beenden. Also Nicole, ich glaube, du hast doch gar nichts anderes verdient, wenn du da so einen Hannes mit dir machen lässt. Ja, nun ist es wohl, also ich habe zu ihm gesagt, ich will das nicht mehr, ich will ihn nicht mehr, ich möchte endlich meine Ruhe haben vor ihm, weil ich möchte mir nicht wehtun lassen, denn dann wäre ich genauso bekloppt auf gut Deutsch wie meine Eltern. Da läuft das ja auch nicht anders und ich will das einfach nicht so. Mhm. Gut, das ist ja schon mal eine schlaue Entscheidung, aber... Nun geht er mir den ganzen Tag und die ganze Nacht schon auf die Nerven, ruft mich ständig an. Ich kriege einen Text nach einem, meine Klingel hier zu Hause, es klingelt nur. Mhm. Er sitzt unten vor der Tür und will mit mir reden, weil er liebt mich ja. Mhm. Also wenn er dich lieben würde, hätte er in all der ganzen Zeit nicht so, nicht solche Sachen gemacht, dann hätte er sich nicht so verhalten dir gegenüber. Der Meinung bin ich ja auch. Ja, und... bist du dir denn jetzt wirklich sicher, denn du warst ja schon mal schwanken und wanken, bist du dir sicher, dass du jetzt wirklich Nein sagst in dir? Ja, weil ich möchte einfach nicht mehr wehtun lassen. Ja, gut. Das er spielt mit mir und ich lasse nicht gerne mit mir spielen. Gut, das ist ein guter Standpunkt. Jetzt heißt es nur eisern bleiben, ne? Ja. Und dich bloß nicht weichklopfen lassen von ihm. Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, ob es gut ist, hart zu sich selbst zu sein. Das finde ich ja. Also für mich jetzt. Also, dann tue ich mir doch lieber einmal weh und sag nein. Ja. Kämpf dagegen, lass deinen Verstand reden. Ja. Nicht dein Herz und lass ihn. Genauso sehe ich es. Genauso sehe ich es, Nicole. Ich finde es sehr gut, dass du in dem Fall jetzt hart gegen dich selbst bist. Weil irgendwelche Emotionen sind ja immer noch irgendwie, wenn man so lange mit jemandem zusammen war. Aber dein Verstand sagt jetzt nach all dem, was passiert ist, nein. Und dann sei auch hart gegen dich und zieh das volle Kanne durch. Wenn es auch am Anfang jetzt nervig ist und schwierig ist, aber auch für deine eigene Selbstachtung, denn er hat dich ja sehr, sehr
verarscht, ne? Muss man ja so sagen. Aber weil es ist ja auch so, wir wohnen alle in einer Stadt. Mhm. Und ich gehe durch die Stadt und sie geht an mir vorbei und lächelt mir frech ins Gesicht. Ja, ja. So. Und ich will das einfach. Deswegen, du musst diese Linie jetzt durchziehen. Da möchte ich dich nur bestätigen und sagen, das ist richtig so und wünsche dir alles Gute und gutes Gelingen dafür. Gut. Toi, 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 Nicole. Danke. Tschüss. Tschüss. Ingeborg, 68 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ingeborg, dein Thema. Mein Thema, Phänomene nach oder beim Tod eines gestorbenen Menschen. Ich hatte bei dir schon mal angerufen, da hattest du so ein Thema. Mhm. Anders formuliert, aber es ging darum. Ja. Und bin damals nicht durchgekommen, die Verbindung war zusammengefallen und unser Gespräch fand nicht statt. Wunderbar, dann haben wir uns jetzt. Da haben wir uns jetzt. Mein Mann ist vor 15 Jahren mit 48 Jahren innerhalb von 2 Stunden an Herzinfarkt verstorben. Ja. Und hatte, bevor er gestorben ist, trotzdem nie zur Diskussion stand, dass er früh stirbt, immer den Wunsch geäußert, in einen Gemeinschaftsurnenkorb zu kommen. Ja. Das nennt man hier bei uns auf der grüne Wiese. Ach so, ich wollte sagen, das kenne ich gar nicht. Kennst du nicht. Ist das so eine Art auch, meine Freundin wohnt in Hannover, die hat ihren Mann dort auch beerdigen lassen. Da gibt es auch sowas. Ist das so eine Art anonymes Grab? Anonymes Grab, ach so. Das ist eine grüne Wiese. Ja, dann kenne ich es doch, ja. Ein Stein da, also mit dem Zeichen Leben und Sterben. Ja. Und da steht anonymes Grab und dann ist so eine Rabatte da, wo gepflanzt wird und wo man Blumen hinstellen kann. Ja. Und ansonsten ist das eine wunderschöne, sehr gepflegte Wiese mit dem normalen Wiesenblümchen. Wird immer schön gepflegt, jetzt Krokus haben sie gepflanzt und alles sowas. Ja. Also jedenfalls ist es so, es hat so ein bisschen einen negativen Touch, weil du brauchst das Korb in dem Sinne nicht zu pflegen. Mhm. Also das war sein Wunsch? Das war sein Wunsch. Mhm. Und den Tag, als er eine Stunde drauf den Herzinfarkt bekommen hat, habe ich immer darauf hingewiesen, dass er mal seiner Familie das sagen soll. Mhm. Also seiner Eltern und Geschwistern. Und den Tag hat er das erste Mal seiner Schwägerin gesagt, so, Herr, wenn mir mal was passiert und so. Ja. Und 2 Stunden drauf hat er den Herzinfarkt gekriegt und ist verstorben. So, jetzt ist das folgendermaßen bei uns, dass damals mehrere Urnen in so eine Grabstätte kamen. Mhm. Und dass die Urne meines Mannes, der war der erste der nächsten Serie, es war gerade eine Beerdigung gewesen, entschuldige, wenn ich ein bisschen stottere, das ist die Aufregung. Ja, schon klar. Und dadurch musste er einige Zeit quasi stehen bleiben, bis so und so viele Urnen zusammen waren und wieder ein Grab gemacht wurde. Und in dieser Zeit, wo die Urne nun dort auf dem Friedhof stand, bin ich immer wieder ins Wanken gekommen, mach ich's nicht. Mhm. Oder machst du ein Grab? Mir fehlte so sehr der Gedanke, dass ich zum Grab gehen kann und kann ich dort richtig, so, das kann man da auch. Aber es hatte auch so den Beigeschmack. Es ist irgendwie was anderes. Bitte? Es ist irgendwie was anderes. Da ist eben dein Mann drin und das ist eine Wiese und sind viele. Aber er wollte es ganz intensiv. Und als ich so sehr ins Schwanken gekommen bin, ist Folgendes passiert. Ich gehe in mein Schlafzimmer das erste Mal damals, mache das Licht an, gehe rein, das Licht geht aus. Will wieder zum Schalter, geht's wieder ein. Und das ist wochenlang so gegangen. Ich bin ins Bett gegangen, habe Licht ausgeschaltet, bin wach geworden, das Licht war ein. Aber wirklich, und ich bin kein Mensch, der irgendwie an sowas glaubt. Ich bin sehr realistischer. Lass mich unterbrechen, du sagst, das hat wochenlang gedauert. Ja. Da war aber dann schon die Entscheidung gefallen und die Bestattung in dem Gemeinschaftsgrab auch schon passiert, ne? Nein. Noch nicht? Nein. Ach, das hat sich so lange hingezogen? Das hat sich 5 Monate hingezogen. Ach so. Ich habe mal nachgerechnet, ich habe vorhin gesagt 6. So lange? Im Mai ist er gestorben, im Oktober ist er, weil das nicht so sehr viele Menschen gemacht haben. Ah ja. Viele haben davon Abstand gehalten, weil dann immer der Nächste gesagt hat oder die Verwandtschaft gesagt hat, kannst du nicht machen, du kannst den nicht ohne Grab stellen, wo steht eben kein Name da. Ne? Und das hat mich auch, so, deswegen steht heute... Jetzt hast du dieses ständige Licht an, Licht aus, Licht an, interpretiert, das sei ein Zeichen deines... Das ist deines, ein Zeichen von ihm. Von er ihm, will mir sagen, er will das. Er will das. Und dann hast du dem letztendlich dann auch zugestimmt. Und da habe ich erstmal die Lampe abmontiert. So. Ich bin Mechaniker. Ja. Habe sämtliche Schrauben nachgezogen, habe die Lampe wieder angebracht, habe die Birne wieder reingemacht. Es war das Gleiche. Ich bin in dieser Zeit, bevor er beigesetzt wurde, mit meiner Enkeltochter in die Tschechei gefahren, zu unseren Freunden, unseren gemeinsamen. Und der sagte gleich zu mir, Herr Josef, ich habe wieder das Hotelzimmer bestellt für dich, in dem du immer mit Achim warst.
es war für mich ein bisschen beängstigend, dort zu schlafen, aber meine Enkelin war dabei. Mhm. Wir gehen ins Zimmer, ich mache das Licht an, wir schwatzen, das Licht geht aus. Da sage ich noch, großer Gott, jetzt ist ja auch noch die Birne kaputt. Und das war in der Tschechei, da klappte das nicht so gleich mit einer neuen Birne. Brauchte auch keine, sie ging gleich wieder ein. Da war das ist aber schon sehr gruselig, du. Und ich muss sagen, ich glaube nicht an sowas, aber ich weiß, dass es gibt. So, jetzt aber die Frage, hast du denn dann seinen Wunsch auch erfüllt? Ich habe seinen Wunsch, ich bin nach Hause gegangen. Ja. War ein Gewitter, habe ich gedacht, wenn die nächsten drei Blitze dort drüben runtergehen, dann machst du es. Ja, ich musste mir eine Antwort bekommen. Die drei Blitze sind da lang gegangen. Ich habe gesagt, ich habe wirklich gesagt, mein Schnuckchen, du kriegst deine Beerdigung auf dem Feld. Und von da ab ist die Lampe nie wieder angegangen. Hattest du da ein bisschen Angst zwischendurch? Nein, ich habe das, ich habe das Gefühl gehabt, er ist da und will mir was sagen. Angst hatte ich da gar nicht. Warum wollte er das eigentlich so unbedingt, dass er Das kann ich nicht beantworten. Er war mal in einem kleineren Ort in einer Gemeinde tätig und hatte da schon die Idee, das einzuführen. Da gab es es aber noch nicht. Gab es erst mal so gab es schon in ganz großen Städten schon lange. Ja. Und in vielen anderen Ländern gibt es das auch in großem Umfang. Ja, ja. Und inzwischen auch bei uns. Also mindestens, und ich weiß, Hannover hat auch eine riesengroße Wiese. Nur dort weiß man noch nicht mal, wo diejenigen liegen. Ja. Wir haben ja noch quasi eine zweite Beerdigung gemacht. Also wir hatten eine Trauerfeier, als er verstorben ist. Und als sie beigesetzt wurden, da waren die Familien von denen, aber nur die Engsten, dann nur die Angehörigen, konnten alle noch mal kommen. Es war noch mal eine Trauerfeier. Wir konnten an das Grab gehen und sahen, wo die beerdigt wurden. Aber es ist ja schon verrückt, wenn dann so eine Urne 5 Monate irgendwo rumsteht. Ist schlimm. Fürchterlich. Man möchte da auch gar nicht. Da muss ich mal sagen, das war DDR. Das war DDR, ja. Heute nehmen sie 3 Uhren und machen einen kleinen. Ja, ja, ja. Und heute hat man ja auch andere Geräte. Das wird ja nicht. Aber ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, diese Geschichte dafür, dass man wirklich den Willen des Verstorbenen sehr ernst nehmen sollte und respektieren sollte und von den eigenen Gefühlen absehen sollte. Habe ich gemacht. Ja, du hast es gemacht, ja. Ich habe aber auch gegen die Verwandtschaft Probleme gehabt. Ja, glaube ich. Aber als ich dann so ins Wacken gekommen bin, da haben sie dann mit einmal gesagt, doch Inge, wenn das Achims Wunsch so war, dann mach das auch so. Ist das denn so, dass du sogar heute nach so langen Jahren zu dieser Wiese noch hingehst? Und ja, selbstverständlich. Das schon. Und legst du dann auf diese Wiese, wo nun ganz viele Menschen begraben sind, auch einfach mal so ein paar Blümchen hin? Auf die Stelle eine Blume. Ah ja. Eigentlich darf man es nicht, aber damit es eben nicht so eine große Sache ist, eine Rose schön gebunden. Oder ich nehme von hier was mit. Ich habe aber zum Ausgleich hier das Bild immer noch auf derselben Stelle stehen und da stehen immer Blumen. Da stehen jetzt Gerberhäuter. Da stehen immer Blumen. Ist das für dich auch eine Überlegung, wenn du irgendwann mal stirbst? Für mich ist es völlig klar. Meine Tochter wohnt 10 Kilometer von hier entfernt. Ja. Und ich sage immer, auf diesen Friedhof will ich nicht, da kenne ich ja keinen. Wenn ich mich unterhalten will, geht ja nicht, weil Fremde sind. Also möchte ich hier in Nordhausen, die Wiese ist inzwischen voll und daneben ist jetzt eine Wiese, ich möchte dahin und ich brauche da nichts Schriftliches machen. Ich bin fest überzeugt, meine Tochter macht das. Dann ist alles so, wie du das gerne möchtest und kannst dich mit den alten Verwandten und Nachbarn unterhalten. Richtig. Ich muss ein bisschen rüber gucken, weil es ja inzwischen eine andere Wiese ist, aber sie sind direkt aneinander. Ja. Ich zuckte gerade so ein bisschen am Anfang zusammen, als du die Geschichte erzählt hast. Das war ja wahrscheinlich ein sehr schlimmer Schlag für dich, den Mann im Alter von 48 Jahren plötzlich zu verlieren. Ne? Das kann ich dir sagen. Ja. Dazu kann ich noch sagen, mein Vater ist mit 36 gestorben, mein Bruder hat sich mit 43 Jahren das Leben genommen. Hast du aber eigentlich schon hinter dir? Ich habe da ganz schön was hinter mir. Hast du denn nochmal eine neue Beziehung? Nein, das nicht. Nein. Da gibt es eigentlich so einen Spruch, man möchte ja immer einen einigermaßen ewigen, ebenbürtigen Partner haben. Also man möchte ja nicht weiter runtergreifen, man möchte ja auf der Ebene bleiben. Das klang jetzt ein bisschen komisch, weiter runter, also da war nichts unten. Ja. Man möchte nicht runtergreifen. Ja. Also du meinst, da kommt sowieso keiner ran an deinen verstorbenen Mann? Er hätte dann schon sehr die Kriterien erfüllt. Ja. Er sah gut aus und wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Wie viele Jahre wart ihr zusammen? Wir waren leider nur 10 Jahre zusammen und das ist jetzt noch der Hauptgrund. Mein Mann ist, wie gesagt, vor 10 Jahren gestorben. Wir hätten heute silberne Hochzeit. Das hat mich heute nochmal dazu gebracht, ich habe schon x-mal versucht. Aber da freue ich mich umso mehr, dass du es geschafft hast und dass es geklappt hat, dass du durchgekommen bist. Ja.
Und wir haben reden können. Und jetzt ist die Sendung leider vorbei, Ingeborg. Ich höre die Musik. Ich muss dich noch ganz doll loben. Ich gucke dich ganz viel. Das ist lieb von dir. Ich gucke und allen Leuten erzähle ich, wenn man nicht schlafen könnt, ihr müsst WDR einschalten. Danke, Ingeborg. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik Gundel Blendin. Morgen heißt unser Thema große Lügen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ja, ich bin gespannt auf das, was ihr zu erzählen habt. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.